Ah, ich bitte freundlichst, die Finger davon zu lassen. Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Kapseln? Dieser Äußerung entnehme ich, dass du sie vergessen hast. Oder ist es sogar möglich, dass du sie gar nicht kennst? Kapseln sind handlich verpackte Sonarbauteile für unterwegs. Leicht zu transportieren und äußerst praktisch. Da du keine Beine zu haben scheinst, gebe ich dir etwas von meinem Vorrat ab. Drei Ventilatoren. Bei diesem Sonarbauteil erzeugt der Propeller im Gehäuse Wind. Okay, wir wissen, wie Ventilatoren funktionieren. Es handelt sich dabei um Ventilatoren. Du kannst sie jederzeit einsetzen. Wenn du sie schlägst, pusten sie los. Sonarbauteile sind ausgesprochen nützlich und in großer Vielfalt vorhanden. Ich habe darum immer welche dabei. Leider vergessen viele, sie mitzunehmen. Deshalb halte ich immerzu nach Nachschub Ausschau. Die Kapseln, die ich dir gegeben habe, waren aber meine letzten. Bitte pass gut darauf auf und verliere sie nicht. Beachte bitte unbedingt, dass du Kapseln nach der Entnahme aus der Tasche nicht in diese zurücklegen kannst. Okay, ich werde vorsichtig sein. So, einmal den Spaß hier switchen. Und die Lore muss da wahrscheinlich einmal rauf. Perfekt. Dann holen wir jetzt mal so einen Ventilator hier raus. Ab auf den Boden damit. Ja, gut. Den Spaß muss ich jetzt einfach nur hier an dieser Lore befestigen. Und dann dürfte es ja eigentlich schon nach oben gehen. 3, 2, 1, Risiko! Oh mein Gott, das funktioniert ja echt gut. Leute, schaut euch diesen Ausblick an. Es ist so genial. Ich finde es so krass, wie viele Fortbewegungsmittel es hier einfach gibt. Und das ganz ohne Paragleiter. Wir haben nicht mal einen Paragleiter und können trotzdem von Insel zu Insel navigieren. Das ist insane. Hier ist wieder Rauru. Aus dem Tempel der Zeit erklingt jeden Morgen und jeden Abend der Klang der Zeitglocke. Oh, jetzt verstehe ich, was wir die ganze Zeit da gehört haben. Für uns wie auch für die Konstrukte war dies das Signal, uns zu erheben und uns wieder zur Ruhe zu begeben. Auch unsere Rituale und Zeremonien läutete die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel. Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke, beides lässt die alten Zeiten in meinem Geiste auferstehen. Kann es sein, dass es in diesem Spiel, ebenfalls wie in Ocarina of Time, irgendeine Zeitreisemechanik geben wird? Ich meine, der Tempel der Zeit? Also irgendwas daran finde ich seltsam. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, ist es diese komische Gacha-Maschine, die auch im Trailer gezeigt wurde? Kapselspenderbetrieb bestätigt. Heutiges Kapselproduktionssoll wird voraussichtlich erreicht. Oh, du möchtest den Kapselspender verwenden? Wir haben das Soll fast erreicht. Du kannst ihn also ruhig verwenden. Kapselspender? Dies ist ein Kapselspender. Er kann mit den entsprechenden Ressourcen Sonau-Bauteile herstellen. Er verarbeitet Ressourcen wie Konstrukthörner und Sonau-Energiesphären. Nimm einfach etwas in die Hand und wirf es in die Öffnung. Dies funktioniert ganz ähnlich wie beim Kochtopf. So, über Kapseln möchte ich tatsächlich nichts wissen. Oh, es ist schon spät. Die Zeitglocke hat bereits geläutet. Ich werde meine Arbeit für eine Weile einstellen. Doch du kannst den Spender weiterhin und wie gewohnt verwenden. Okay, dann mache ich das mal. Und dafür brauchen wir jetzt diese Energiesphären. Zack! Yo, okay, da kommen echt viele Sphären raus oder Kapseln. Ein Flammenwerfer? Ein Sonau-Bauteil, das Flammen nach vorn verschießt. Es wurde ursprünglich für den Schutz von Monstern konzipiert. Interessant. Ein Reisekochtopf? Dieses Sonau-Bauteil ermöglicht es dir, jederzeit und überall zu kochen. Der einfache Topf ist nur einmalig zu gebrauchen. Koche damit am besten auf ebenem Untergrund. Okay. Gut, sonst war da jetzt nichts weiteres dabei. Sehr, sehr interessant. Was haben wir hier drüben? Oh nein, wieder ein Krog-Rätsel. Na gut. Kroggy Krog, ich werde dir mal helfen. Die Frage ist nur, was mache ich damit, actually? Habe ich hier irgendwo Reifen oder sowas? Oh, ich glaube, ich muss eine Lore nehmen. Oder klappt es mit Ventilatoren? Was habe ich jetzt eigentlich alles bekommen? Ventilator? Leute, wisst ihr was? Warum probieren wir das nicht einfach mal? Ich frage mich, ob wir daraus so eine Art Lore machen können. Ich habe da irgendwie noch so meine Zweifel, aber es rutscht eigentlich ziemlich gut, actually. Wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir machen das lieber so rum. Lassen es hier einmal los. Tun hier nochmal so ein Brett hin. Einfach nur für die Sicherheit.
Und dann nehmen wir mal diese Ventilatoren zur Hand. So, zwei Stück sollten, denke ich mal, ausreichen. So, dann drehen wir mal den Spaß. Okay, wie es aussieht, ist unsere Konstruktion schon ein bisschen verrutscht. Aber kein Problem. Wir kriegen das schon hin. Wir müssen uns jetzt unsere eigene Lore mehr oder weniger zusammenbasteln. Keine Ahnung, ob das funktioniert, ne? Aber das habe ich bisher so oder so noch bei keiner Sache gehabt in diesem Spiel. Und bisher war ich dennoch immer sehr positiv überrascht. Was hier einfach alles möglich ist. Von daher, why not? So. Ich hoffe, das wird jetzt nicht unser Untergang sein. Armer Krog. Ah, welch ein Schock. Kannst du bitte sanfter zu mir sein, wenn du mich sehen kannst? Ich stecke in der Klemme, weil ich von meinem Freund getrennt wurde. Das weiß ich doch. Ja, ich weiß, wo dein Freund ist. So, darf ich dich jetzt bitte anpacken? Dankeschön. So, dann tun wir den da einmal rauf. Leute, drückt mir die Daumen, dass das jetzt auch gut geht. Let's go. Nein, 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 nein. Das geht so schief. Das geht so schief. Ja, schade. Es hätte ja klappen können. Es hätte ja klappen können. Okay, actually. Oh, Moment mal, ich sehe gerade. Hier sind Ventilatoren. Dann hätte ich meine eigene gar nicht benutzen müssen. Ach, ich bin doch so dumm. Na toll, jetzt habe ich den ganzen Spaß umsonst verschwendet. Naja, egal. Man lernt ja aus seinen Fehlern, ne? Nur der Krog tut mir ein bisschen leid, dass er gerade einfach dieses Elend mitsehen durfte. Oder musste. So, mit einer Lore sollte es ja jetzt hoffentlich funktionieren. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das auch geklappt hätte. Bin ich ehrlich. Wäre einfach zu schön gewesen. Du kommst da einfach mal hier rein. Zack, ich komme auch mal mit drauf. Und los geht's. Oh, das ist so genial. Es macht so Spaß, mit diesen ganzen Fahrzeugen hier rum zu experimentieren. So, du musst da einmal dich loslösen. Perfekt. Und jetzt kommst du einmal zu deinem Kumpel. Ach, da bist du ja. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Und es gibt wieder zwei Krogsamen. Wahrscheinlich von beiden Krogs zusammen. Das ist auf jeden Fall ein süßes Detail, dass man hier einfach zwei Krogsamen bekommt. Nice. Was haben wir hier? Eine Truhe. Und wir haben da so Nanium drin. Okay. Weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat. Ist halt nur ein Stück. Und ich merke schon, hier gibt es direkt das nächste Rätsel. Ja. Wir dürfen da einmal hoch. Die Frage ist, wie? Ich glaube, wir brauchen diese ganzen Minenwagen. Ist halt die Frage, ob das funktioniert, weil da ist ja eine riesen Lücke. Also mit einem Minenwagen wird das definitiv schief laufen. Aber wenn wir einfach alle zusammentun, könnte das funktionieren? Hier ist auf jeden Fall noch eine Lore. Zack. Kommst einmal rauf. Jetzt noch eine. Na komm. Also die Range von Ultrahand ist echt nicht so hoch. Das finde ich tatsächlich ein bisschen nervig. So, ich verbinde die einfach mal miteinander. So. Na, vielleicht nicht so. Vielleicht nicht so. Das sieht falsch aus. Das sieht sehr, sehr falsch aus. Okay, Moment. Einmal so kippen. Danke. Dann so. Nee. Ich glaube, wir machen das erstmal so, dass wir die hier auf diesen Gleisen platzieren. Ja, ja, so klappt es besser. Sonst sind diese Loren nicht eben. So, dann schiebe ich das mal so ein bisschen nach vorne. Ja, perfekt. Da passt noch eine weitere hin. Das sehe ich doch. Na, komm. So, klappt es jetzt damit? Dann nehme ich mir mal so einen Ventilator. Auf der anderen Seite gibt es natürlich hier irgendwelche Haken. Ich frage mich halt, wofür die da sind. Vielleicht brauchen wir die doch. Aber es könnte sein, dass das auch so funktioniert. Probieren wir es aus. 3, 2, 1, let's go! Na, es könnte aber
knapp werden, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird knapp. Na komm, nochmal. Der ist aus irgendeinem Grund da jetzt stehen geblieben. Warum bleibt er da stehen? Ach nee, der verlangsamt einfach nur. Klappt das? Klappt das? Nein, das klappt nicht, das klappt nicht. Okay, stopp, 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 stopp. Okay, das ist blöd. Vielleicht brauchen wir noch einen weiteren Wagen. Ich weiß nicht, ob ein weiterer Wagen da jetzt einen Unterschied machen wird. Wir haben ja nichts zu verlieren, ne? Wir haben ja überhaupt nichts zu verlieren. Am besten mit zwei Propeller. Oder eher Ventilatoren. So. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Noch länger geht das Ding ja jetzt wirklich nicht. Komm, testen wir es aus. Das könnte jetzt vielleicht funktionieren. Aber ich bin da auch noch sehr skeptisch, to be honest. So, jetzt aber. Ich sehe auf jeden Fall ein Problem. Das Problem nennt sich, dass die Lore nicht richtig drauf war. Komm schon. Erstmal muss das da runter. Das blockiert nämlich gerade. So. So. Ja, perfekt. Jetzt nehmen wir nochmal den Spaß. Oh, ich muss sagen, ich finde die Musik hier so beruhigend. Das hat wirklich was Meditatives gerade. Das sieht wieder nicht so aus, wie es wollte. Komm schon, bitte. Ja, das könnte doch funktionieren. Das Ding machen wir auch noch einfach extra ran. Einfach nur, damit es halt funktioniert. Vielleicht brauchen wir tatsächlich einfach Turbo oder sowas. Da unten ist noch so ein Ventilator. Ey, als ob ich da nicht rankomme. Also die Range ist teilweise echt unangenehm. So, wir stellen uns natürlich schön an die Spitze. Wie ein Lokführer. Na komm. Klappt das auch? Yes. Die Frage ist, komme ich an die Spitze, ohne hier runterzufallen? Ja, es funktioniert. So, dann hauen wir einmal drauf und beten einmal, dass das auch funktioniert. Oh oh, der Moment der Wahrheit. Klappt das? Das klappt! Oder? Klappt das? Ich glaube, es hat funktioniert. Es sah sehr, sehr scuffed aus. Also ich gebe zu, dass war auf jeden Fall ein ganz kurzer Schockmoment, den ich da hatte. Aber es hat funktioniert. Und das ist alles, was zählt. Das ist literally alles, was zählt. Ja, und ich sehe gerade, hier wurde der Deckensprung demonstriert. Genau in diesem Gebiet. Nur leider habe ich den noch nicht. Was haben wir hier drin? Ein Reisekochtopf. Okay. Das sind wahrscheinlich die unspektakulärsten aller Bauteile. Ich meine, einfach nur so ein Kochtopf. Es ist zwar eine coole Ergänzung, aber krass finde ich das jetzt nicht so, ne? Moment mal. Kann es sein, dass wir gar nicht da hätten lang müssen? Das war nur fürs Krogrätsel. Ich bin jetzt nur für dieses blöde Krogrätsel hier hochgekommen. Ich bin auch dämlich. Na komm, einmal runter hier. Ah, das war jetzt mega unnötig. Was ist da drüben? Will ich mich mit diesem Ding da anlegen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, gehen wir erstmal zum letzten Schrein. Oh, hier ist noch eine Höhle. Dann betrete ich die erstmal. Entdeckt. Grubenhöhle. Kann ich auf jeden Fall kochen. Ich glaube, das mache ich nochmal. Ein bisschen kochen schadet doch nie, meine Freunde. So, zack. Ein Omelett haben wir da. Wenn wir nur Ei reinmachen, was kriegen wir dann? Nochmal ein Omelett. Okay. Dann sollten wir vielleicht noch das Chili zusammentun mit so einer Feuerfrucht. Funktioniert das? Kochobst. Also Feuerfrucht und Chili geben nicht denselben Effekt. Was passiert, wenn ich nur Feuerfrüchte reintue? Loder Kochobst bei Hitze Feuerangriff 2. Bitte was? Erhöht deine Angriffskraft bei Hitze um ein Level. Ein süß-saures Gericht, bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wird. Warte, es gibt jetzt quasi hitzebedingte Angriffskraft? Okay, das klingt ja mega interessant.
Hier, gib mir deine Chilis bitte. Danke. Ey, das ist ja mega cool. Oh, scharfe Bratchilis. Auch nice. Hält 7 Minuten 30. Das ist ziemlich gut. Wahrscheinlich werden wir die auch gleich anwenden müssen. Oder eher konsumieren müssen. Oh, oh, ich höre schon Federbeißer. Ja, das war ja klar. Na kommt. Weg mit euch. Flederbeißerflügel. Von besiegten Flederbeißern hinterlassenes Material. An einem Pfeil oder einer Waffe befestigt, ermöglicht es Angriffe über höhere Distanz. Bitte was? Können die damit fliegen? Können Waffen damit fliegen? Nein, oder? Das ist jetzt nicht das, was ich denke, oder? Also ich meine, es könnte tatsächlich so sein, aber wie krass wäre das bitte? Gehen wir erstmal rechts lang. Hier geht's runter. Oh, wir haben hier wieder unseren Kollegen. Manno, warum muss man die eigentlich töten? Ich verstehe es nicht. Spiel, ich verstehe es nicht. Aber ich muss es ja scheinbar tun. Also, ich krieg ja irgendein Item, das vielleicht noch wichtig ist. Deswegen, komm weg mit dir. So, war es das mit ihm? Ja. Da muss ich einmal runterklettern. Hoppala. Das war höher, als ich dachte, aber nicht ganz so hoch. So, her damit. Und es kommt auch immer dieser komische Effekt, als hätte ich was Besonderes eingesammelt. Von daher denke ich echt, dass man mit diesen Teilen echt noch irgendwie was, ja, besonders kaufen kann oder so. Würde mich echt wundern, wenn dem nicht so wäre. Okay, jetzt muss ich hier mal durch. Zack. Und ich bin wieder beim Eingang. War das da schon die ganze Zeit? Okay, dann habe ich es irgendwie übersehen. Irgendwie habe ich es geschafft, das zu übersehen. So, wie sieht's aus? Einmal hier hoch. Und jetzt geht's wahrscheinlich noch weiter nach oben. Eigentlich müsste doch bald der letzte Schrein mal aufzufinden sein. Oh, jetzt wird's kalt. Ja, extreme Kälte. Ich sollte aufpassen. Es ist sogar noch derselbe Soundeffekt wie in BOTW. Gönnen wir uns mal diese scharfen Bratchilis, weil warum nicht? Und noch mehr Chilis, weil, ja, wir können es halt. Hoppala! Nein, 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 nein. Bitte nicht Eisgegner, okay? Euch mag ich gar nicht. Und vor allem nicht Eis-Choo-Choo-Jellies. Nee, 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 nee. Muss nicht sein, muss nicht sein. Hier einmal Feuerfrüchte. Zack! Weißes Schleimgelee. Ekliger weißer Schleimpropfen. Wenn man nicht hinsieht, fühlt er sich in der Hand angenehm kühl an. Bei Erschütterung platzt er und verströmt eisige Kälte. Ja, okay, dann würde ich sagen, kann ich mir jetzt Eispfeile machen. Ist zumindest jetzt so meine Vermutung. Und hier ist Rauru wieder. Hallo Rauru, was geht? Die Krieger und Elite-Konstrukte haben den Garten der Zeit über die Jahrhunderte treu beschützt, wie ich sehe. Es tut mir äußerst leid, dass sie nun dir zur Gefahr geworden sind. Doch um unser Land vor Eindringlingen zu beschützen, benötigten wir Wächter wie diese. Okay, warum genau entschuldigst du dich dafür? Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Okay, jetzt möchte ich mal eine Sache ausprobieren. Ich lasse mal hier so Flederbeißerflügel fallen. Habe ich eine Waffe? Ja, ich habe hier dieses verrostete Schwert und kombiniere mal den Spaß einfach. Oh, das ist die Ultrahand. Ich bin dumm. Nee, wir brauchen natürlich Synthese dafür. Yo, das sieht ja mal fancy aus. Okay, ich werfe mal den Spaß. Was genau passiert dann? Ja. Habt ihr das gesehen? Das Ding ist übel weit geflogen. Es ist zu einem Flugschwert geworden. Okay, das ist krass. Das ist absolut krass. Das Ding ist ja geflogen wie so ein Bolzenschuss. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Kann ich eventuell diesen Ast hier einsammeln und mit einem Knüppel verbinden? Nee, andersrum lieber. Nehmen wir lieber einen Knüppel und verbinden ihn mit einem Ast. Ja, das sieht doch gut aus. So lobe ich mir das. Okay, es ist wieder Dämmerung, wie es aussieht. Denn die Glocken läuten schon wieder. Oh mein Gott. Jetzt können wir uns einen Blick trauen auf diesen Drachen. Das ist wirklich ein neuer Drache. Der sieht ja komplett anders aus als die anderen. Er ist aber ziemlich farblos, muss ich sagen. So, und da hinten ist leider auch noch ein Konstrukt. Oh. Und ein Flammenwerferkopf. Ah, der wird den bestimmt synthetisieren, oder? Ich ahne Übles, Leute. Oh, never mind. Greifen wir jetzt die Choo-Choo-Jellies an. Auch gut.
Kommt schon, Choo-Choo-Jellies. Tötet ihn. Ich warte in der Zeit hier hinten einfach. Oh mein Gott, die töten den, oder? Schaffen die das? So viel dazu. Das hat nicht so gut funktioniert. Okay, jetzt muss ich echt aufpassen, denn so ein Flammenwerfer macht mir dann schon ein bisschen Angst. Ich kann ihn aber einfrieren, das ist ganz gut. So, komm. Bam! Komm, stirb, 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 stirb. Das ging gerade so gut. Bogen. Und eine Flammkeule. Oh, die will ich mitnehmen. Die nehme ich aber sowas von mit. Ich meine, die könnte ich auch easy selber craften, aber wozu? So, wenn ich damit jetzt zuschlage... Ja, okay. Gebt euch das. Wie geil sieht das aus? Es verbraucht aber auch Batterien, merke ich gerade. Na, dann sollte ich vielleicht auch ein bisschen sparsamer damit sein. Entdeckt. Bodenlose Höhle. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Oh, wen haben wir denn hier wieder? Müssen wir dich schon wieder töten? Mann, die tun mir viel zu sehr leid, als dass ich sie wirklich töten will. Ich verstehe Nintendo gerade nicht. Das ist doch uncool. Was passiert eigentlich, wenn wir so eine Sonar-Energiesphäre abschießen? Hat das jetzt irgendwas geändert? Oh, was haben wir denn hier? Erstmal wird der hier aber besiegt. Oh, das war's mit ihm. Was auch immer das bringt, ich sammle diese Teile. Ich hoffe, die bestimmen am Ende des Tages nicht, dass ich einfach nur ein Riesen-Assi bin. Okay, ich habe gerade nichts, um das hier zu zerstören. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir können doch hier einfach diese Steinaxt wieder wegmachen oder dieses Segelfächer. Ich habe halt so viele Waffen, die ich irgendwie behalten will, aber eigentlich komplett useless sind. Ja, komm, Synthese weg damit. Zack. Und jetzt können wir den Spaß auch wieder zerschmettern. So, aber da hinten waren doch neue Items. Die Donnerblume. Eine Blume, die mit einer explosiven Substanz gefüllt ist, welche auf Erschütterung oder Feuer reagiert. Das klingt mir doch sehr nach Bombenpfeilen. Ich meine, die sehen auch aus wie die Bombenpflanzen aus Ocarina of Time. Ich erkenne auf jeden Fall viele Referenzen. Was haben wir hier? Ein Himmelspilz. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein neuer Pilz gewesen, aber nope. Schade, schade, schade. So, wo geht's denn hier weiter? Das ist eine Truhe. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und noch mehr von diesen komischen Donnerblumen. Ob es hier auch irgendwo ein Secret gibt? Oh mein Gott, hier kann man sehr tief fallen. Was gibt es da unten? Was ist denn das für ein Zeichen? Ich frage mich, wofür diese ganzen Inschriften da sind. Das verwirrt mich bis heute. Bernstein. Alright. Aber ich meine, wir haben ja auch noch nicht sehr viel von dem Spiel gesehen. Wir werden es auf jeden Fall früher oder später herausfinden, was es damit auf sich hat. Und das ist mal eine sehr, sehr große Höhle, muss ich sagen. Ach du Heiliger, was bist du denn? Du bist ein Gegner, oder? Was bist du? Bruder, du siehst ja mal gar nicht gut aus. Bruder, du siehst ja mal gar nicht gut aus. Möchte ich gegen dich kämpfen? Was bist du? Nein, was ist das? Was ist das? Bitte stirb einfach. Du bist ja übelräudig. Okay, ich brauche eine Lanze. Ich mache so wenig Schaden. Aber das ist wahrscheinlich der Schwachpunkt. Das dachte ich mir schon. Oh, das ist ja mal mega befriedigend. Oh, knallt das. Okay. Der Gegner hat hier wirklich einen Schwachpunkt. Das ist ja mal super interessant. Das ist ein bisschen wie bei den Moldoras mit... Oh mein Gott, nein. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Okay, ich hatte wohl Glück. Probieren wir mal so eine Donnerblume. Komm, komm, komm. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Na, los. Greif an. Jetzt, 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 jetzt. Und zack. Yes. Das hat gut Schaden gemacht. Komm, jetzt stirb. Yo, wie cool ist das gemacht? Und was hast du jetzt gedroppt? Raubschleimstein? Ein seltsamer runder Stein, der aus dem Körper eines Raubschleims stammt. Diese kristallisierte Flüssigkeit ist dafür bekannt, dass sich aus ihr gut Medizin herstellen lässt. Sicher, dass man daraus nur Medizin machen kann? Und ein Opal ist ebenfalls drin. Also, ich muss sagen, ich finde es sehr interessant, was es für neue Gegnertypen gibt.
haben wir jetzt bisher noch nicht wirklich gesehen, bis auf die ganzen Konstrukte. Und diese komischen, naja, Rumi-artigen Wesen in den Höhlen. Aber die kann man ja auch nicht wirklich Gegner nennen. Also zumindest weigere ich mich, das zu tun, denn die greifen uns ja nicht mal an, also. Was haben wir hier? Ach, wieder Himmelspilze. Mann, von unten sehen die mal anders aus. Was ist hier? Oh nein, nicht noch so ein Vieh. Ach, Bruder. Weißt du was? Ich flambier dich jetzt weg. Komm ran. Nein, das wollte ich nicht. Das ist mein Flammenwerfer. Ach, ganz rechts. Ja, komm. Ja, komm. Zack. Oh mein Gott, der brennt aber gut. Der brennt gut. Komm, stopp. Oh, der Schaden. Und die Leuchtblumen, die hier einfach aufleuchten. Oh, das ist aber mega cool. Ne, den bringe ich wieder zum Brennen. Das kannst du aber wetten. Zack, zack. Ja, tut weh, was? Tut weh. Oh, so müssen wir gar nicht drauf warten. Jetzt verstehe ich, wir müssen gar nicht drauf warten, dass der in diese komische Form geht. Wir können ihn einfach dazu zwingen, indem wir... Hoppala. Stein bleibt hier. Indem wir ihn einfach anzünden. Alles klar. Why not? Was haben wir hier drin? Ein Flammenwerfer. Ah ja, okay. Ich merke auf jeden Fall, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Warte mal, ein Flammenschild. Ah! Der schießt einfach automatisch drauf los. Ah, alles klar. Wenn man lang genug sein Schild draußen lässt. Okay, schauen wir mal in die Truhe. Noch ein Opal. Wie geil ist dieser Flammenschild, bitte? Ey, das ist ja unglaublich, ne? Ich merke aber, hier wird es wieder zu kalt. Ich gönne mir wieder mein schönes Chili. So, wie weit ist es noch bis zum Schrein? Der müsste doch da oben sein, oder? Ah. Wie weit ist es denn noch? Komm, weg mit dir. Hoppala. Schön wegspringen, damit ich hier nicht einfriere. Und sonst was zu sehen. Noch mehr Schleime. Komm. Actually, ich mache einfach den hier. Warum nicht gleich so? Oh, da oben ist noch einer. Was bist du für einer? Ach, das ist einer von diesen starken. Zack. Oh mein Gott. Dieser Feuerschild ist ja komplett broken. Warum ist dieses Spiel bitte so insane? Es gibt so viele Möglichkeiten, seine Gegner hops zu nehmen. Das ist ja witzlos. Kann ich hier hochklettern? Oberflächen können zum Beispiel durch Regen rutschig werden. Dies erschwert Klettern. Oh mein Gott. Es gibt Eisoberflächen, an denen man nicht klettern kann. Wie geil ist das? Und schaut euch mal an, wie nice der Himmel aussieht. Was denn hier passiert? Warum sieht das so heftig hier aus? Oh, das Spiel ist echt schön. Ich freue mich jetzt schon auf irgendwelche Mods für den Emulator. Denn auf einem Emulator wird das Spiel wahrscheinlich sogar 1000-mal besser aussehen als jetzt schon. Weil man einfach eine bessere Auflösung einstellen kann. Und idealerweise natürlich 60 FPS. Das ist mir persönlich super wichtig. Aber bis dahin müssen wir uns natürlich auch mit der Switch-Version zufrieden geben. Aber es sieht ja dennoch super schön aus. Also, das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Nur die 60 FPS würde ich mir schon irgendwie wünschen, aber naja. Sei es drum. Schaffe ich es vielleicht von dem Baum aus, da hochzuklettern? Moment mal. Kann ich hier mit der Ultrahand irgendwas bewältigen? Was ist das hier? Ist das ein Sprungpad? Ist das ein Jumppad? Muss ich da rauf? Moment mal. Was ist das? Ist es einfach nur... Ist es einfach nur so da? Das ist doch nicht einfach... Ist doch nicht random, oder? Hä? Was hat es damit auf sich? Hallo? Komm rauf da. Mann, Link! Bro! Okay, Link will nicht. Link will nicht. Ist das vielleicht eine Druckplatte? Kann ich da was rauf tun? Ah, ich muss aufpassen. Mein Kälteschutz läuft gleich wieder ab. Das ist nicht gut. Das ist actually nicht gut. So? Nope. Wie soll ich da raufkommen?